Hallo, hallo Welt, da sind wir wieder. Die Vandalen haben den Griff geklaut und wir wollen jetzt die defekte Pumpe reparieren. Einen Wasserfilter haben wir schon gebaut. Haben wir im Gepäck. Das heißt, wir können hier gleich hin. Oh. Aber sie mögen uns gerade nicht. Sie denken, wir wollen sie überfallen. Wir wollen doch nur helfen. Lasst uns euch doch helfen. Hallo. Mom would probably say this isn't ladylike. Da hat ja jeder was von. Oh! You broke it on purpose, didn't you? Das war ich nicht, das you war schon. You the parts. Wrecker, robber, vandal. Don't I feel like a right idiot? Da! Wir haben doch wieder die falsche Aufgabe geöffnet. Also das mit dem... Mit dem Griff war ja nichts. Was ist denn da jetzt passiert? 14. Oktober 1964, 8:30 Uhr. Arthur hätte das hinbekommen. Ich muss einen Wasserfilter herstellen, einen Schlauch und etwas Kohle und Stoff. Dann sollte es klappen. Ach, jetzt muss ich das Ventil nur gegen den Filter tauschen. Ach, ich bin so schlecht darin, Dinge zu reparieren. Aber ich habe ein Röhrenventil. Das ist wenigstens was. Das Ventil haben wir mitgenommen. Gut. Wildes Picknis, um Gottes Willen, wenn du eine Falle baust, lass sie nicht auch wie eine verdammte Falle aussehen. Immer schön, neue Leute kennenzulernen. Was ist wohl in der Truhe? Ich fand das mit der Falle, das fand ich doch gut. Aber das wollen wir ja gar nicht machen. Doch, die folgen uns ja immer noch. Jetzt kommt ihr aber wenigstens ans Wasser und müsst nicht mehr pumpen. Wir brauchen doch schmutziges Wasser, aber... Die Maske haben sie sogar zum Trocknen hier aufgehängt. Ja. Jetzt sind wir nass, deswegen mögen uns die Leute nicht, oder wie? Oh, Backe.
Mehr tragen können wäre gut, habe ich gesagt. Und was ist das hier? Hohe Verträglichkeit. Freude hält länger an und du hast keinen so schlimmen Kater. Ich dachte, das wäre irgendwas mit Schmetterlingen. Ja, sind alle gut, die Sachen, die jetzt kommen? Also, das hier ist gut, meine ich, Kräuterkundler, weil dann können wir hier die besseren Preise kriegen und bessere Preise brauchen wir. Und das ist aber auch gut, Schlepper, trage mehr Gewicht. Plus 50 Pfund, das ist ordentlich. Für nur 5 Punkte. Ja, dann nehmen wir das. Ich glaube, das nächste brauchen wir nicht, oder? Handwerker. Gefertigte Waffen und Zerstäuber verlieren ihre Wirkung halb so schnell. Haben wir ja noch nicht. So, das geht gut. Das können wir. Es gibt so einige Sachen, die Sally einfach besser drauf hat als Arthur. Zum Beispiel kann sie besser den Sichtkontakt unterbrechen. Wenn wir entdeckt wurden, brauchen wir nur so ein bisschen uns hinterm Baum zu verstecken und dann finden uns die Leute schon nicht mehr. Bei Arthur ging das nicht so gut. No, wir haben aber bei Arthur auch so gut wie gar nichts geskillt. Wir wollten doch zu dieser mysteriösen Insel, aber da ist doch dazwischen gekommen, dass wir jetzt so eine Aufgabe erledigen können hier und in die falsche Richtung laufen auch noch. Die mysteriöse Insel läuft ja nicht weg, die Aufgaben laufen auch nicht weg, aber wir müssen doch zusehen, dass wir auch unser Baby mal wieder ein bisschen herzen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Sally jetzt mittlerweile besser laufen kann als Arthur. Naja, nicht so schnell. Aber lange. Und die Regenerationsrate scheint ein bisschen besser zu sein als bei Arthur. Aber vielleicht meine ich das auch nur. Es fühlt sich ein bisschen so danach an, aber es muss nicht wirklich so sein. Vielleicht gewöhnen wir uns so langsam an Sally und ihre Eigenarten. Ach, oder? Wir haben doch die Sportschuhe an. Vielleicht sind wir... Anständige Schuhe haben wir. Die Sportschuhe sind schon wieder weg. Hm. Na, dann halten die aber nicht lange. Oder haben wir die gar nicht gekauft, weil wir zu geizig waren vielleicht. Das kann natürlich auch gut möglich sein.
Hier können wir auch nichts machen, aber Arthur konnte hier auch nichts machen an dem Ding da. Wir waren auch da und wollten das reparieren, aber es ging nicht. Ja, das kann ja erst richtig interessant werden, wenn wir mal rausfinden, wo wir Schmetterlinge finden. Ich hoffe ja, dass wir das beigebracht bekommen, dass uns jemand verrät, wie das geht. Kantine? Der Gottesdienst an den Öffner dieses Sendeschreibens. Lieber Mitbewohner von Wellington, denn sind wir nicht alle nicht immer noch Bürger von Wellington Wells? Gute Neuigkeiten. Gott hat uns nicht im Stich gelassen. Er ist immer noch bei uns, sogar inmitten der Trümmer dieses Ödlands. Verstehen wir unser momentanes Leid nicht als Zeichen, dass er uns verlassen hätte, denn er stellte seinen einzigen Sohn bis an die Grenzen der Sterblichkeit auf die Probe. Wie Hiob, so dürfen auch wir niemals den Glauben verlieren. Es gibt jene, die sich von seiner Liebe abwenden oder ihren Glauben der Hexerei anheimstellen oder die sonderbarsten pflanzlichen Götzen oder sogar Dämonen von unsäglicher Gestalt. Geben wir uns nicht solchen Wahnvorstellungen hin, denn wo Glaube ist, da ist auch Erlösung. Und wer die Hoffnung in diesem Leben verloren hat, der sollte sich umso mehr auf das nächste vorbereiten. Versammeln wir uns zu einer Gemeinde am Sonntagmittag an der Brücke nach Lotsholm. Dein in Christus Namen, Pfarrer Charles Peter, ehemals von der St. George's Kirche. Wann? 29. September 1964. Liebste Kate, ich glaube, ich habe ein Boot gefunden. Kein echtes Boot, natürlich. Eher eine Badewanne mit einem Waschlappen als Segel. Aber je kleiner das Boot, desto größer unsere Chance, an den Patrouillen vorbeizukommen. Meinst du nicht? Ich kenne mich mit Strömungen nicht aus. Aber ich denke, wenn man nach Westen segelt, wird man schon irgendwie in Irland landen. Ich habe dich seit 7 Tagen nicht gesehen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich werde dich im Schatten der abgestürzten V1 suchen, gegen Samstagnachmittag. Bei Gott, ich hoffe, du kriegst diese Nachricht. Falls nicht, werde ich versuchen, dich später nachzuholen, wenn ich es schaffe. Ich liebe dich, ich hasse diese Zeiten. In Liebe, Tony. Der gute Tony. Herausfinden, wie es gelaufen ist. Ja, das wollen wir doch machen. Ach so. Ich wollte eigentlich gar nichts lesen. Das wollte ich nehmen. Ein bisschen Sonnenschein. Hello. Let's have a look at you, shall we? Ist alles in Ordnung. Wir sind gesund. Wir haben unsere Freude genommen. In tip-top shape, aren't you? You were so pleased you survived the garden district. Toodaloo. Ja, die ärgern sich vielleicht, wenn Leute rennen, weil das auffällt, dass man die Freude nicht genommen hat, natürlich, aber auch vielleicht, weil es so laut ist. Vielleicht vertragen sie die lauten Geräusche nicht, wenn sie auf Freude sind.
Kein Absturz, keine Entzugserscheinungen. Ja, das nenne ich mal Sonnenschein. Perfekte Name für die Droge. Sally's Interplanetaris. I used to run away to my secret tree to cry. And Arthur would come and sit with me. Happiest time of my life, I suppose. In retrospect. Hallo, Benedict Keys, was ist denn? Did you give her her joy? She never loved me. She went blubbering on about some childhood sweetheart who left on a train. Apparently, he made quite the impression. Did you give her her joy? I almost didn't. I thought Trollope deserves to be in the Garden District. She only stayed with me to avoid the unpleasantness of breaking it off. You haven't taken your own joy, have you? Joy doesn't help. You never really forget, do you? It just makes things fuzzy around the edges, you know? So you can pretend. I want to forget her forever. I'm not sure Oblivion exists. Please. You want my mojo recipe, don't you? Forgetting could be dangerous. It's not like joy. There'll be holes in your memory. Like a church made out of cheese and the whole congregation is mice. You might forget more than you want to. I don't care. It's fair trade. Your future for my past. Oh mein Gott, gib uns endlich das Rezept. Mann, jetzt will er wieder was anderes haben. Vergessenheitsrezept. Haben wir das? Hier. Here's the recipe for Oblivion. I tell you not to tell anyone where you got it, but there's very little danger of that. Goodbye, Benedict. Is that a new suit? It's fantastic! Ach, hätten wir etwa wählen können, ob wir ihm das geben oder nicht? Dann hätten wir es ihm besser nicht geben sollen, aber das wusste ich jetzt gar nicht. Was ich weiß, ist, dass wir am Ende sind. Nein, am Ende der Folge. Nicht total am Ende, aber am Ende der Folge. Und das heißt, ich darf mich bedanken bei euch. Für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.